Ich habe hier noch einen Rhino-Lock rumliegen. Weiß gar nicht mehr genau, was alles drin war. Wusste ich jetzt selber nicht. Also erstmal ist jede Karte nur einmal drin. Im Late-Game halt Jaraxxus, Dr. Boom, Sylvanas, Rhino sich heilen, hat Imperator. Für den ganzen Quatsch. Starlark und Folgen sind drin. Gesichtsloser Manipulator. Ansonsten ein paar Value-Minions, was wie Manta Shredder. Schade, dass ich keinen Sky Golem habe. Den würde ich da auch mit reinnehmen. Ein paar Dämonen-Synergien hier. Dämonenzorn, auch Wichtel-Explosion. Ein Silence. Ist einfach ein bunter Mischmasch und ein Rhino. Da gibt es bessere Varianten eigentlich. Ich will mir noch mal ein paar andere Rhino-Decks bauen. Aber spielen wir doch einfach mal das. Ein Mech-Paladin wird sich gewünscht. Können wir demnächst. Ja, ich habe jetzt gerade heute drei neue Decks schon mal. Oder was heißt neu? Geupdatete Decks. Komplett neu waren die ja nicht. Aber ich spiele ab und zu mal neue Decks. Und ich werde mir wieder mal ein paar anschauen und die interessant aussehen mal wieder vorstellen. Ich habe irgendwie ein bisschen Bock auf den Rhino-Lock. Bin zuerst dran, das ist alles drei nicht so spannend. Für den Start. Und das ist auch nicht besser. Tja. Da ist die Coin wesentlich besser, weil man einfach viel Auswahl haben möchte bei dem Deck. Gerade zum Start der Boss, der Wichtelgang ist nicht schlecht. Aber gegen Control-Decks ist das Deck nicht so stark. Welches Manipulator ist ganz cool. Den kann ich dann vielleicht auf dem Thaddeus, das wäre auch cool, machen. Rüstung, die passt. Schreib mich nicht so an! Das war's. Der Krieger sieht man jetzt halt auch immer häufiger. So, bisschen Adalas. Ist auch nicht verkehrt, wenn man dann den geschmolzenen Riesen spielen möchte. Auf der 5. Vielleicht den Thaddeus. Und den gesichtslosen Manipulator. Hab ich toll gesagt. Den gesichtslosen Manipulator. Den wir noch ein bisschen aufheben. Okay, witzig, dass er jetzt gar nichts macht. Gültiges Ziel. 8 Karten auf der Hand. Na, was hat er wohl vor? Na, damit habe ich schon gerechnet. Mit dem Scharmütz, nachdem er eben nichts gemacht hat, aber stumpf gar nicht zu spielen mit dem. Oh, schade. Hat es fast bis zum Ende geschafft. Okay. So. Ich habe noch viel zu viel HP. Kann man Molten Giant gar nicht ausspielen. Jetzt habe ich die beiden Taunts hier. Das bringe ich auch nicht so richtig weiter.
ganz cool, dass er die 1 HP dazu bekommen hat und nicht sofort von der Schildmaid gekillt werden kann. Muss er seinen Schildschlag nutzen. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, die beiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dr. Bumm. Mein Schild für Argus! Das heißt, mein Blutwichtel muss leider dran glauben demnächst. Guck mal, ob ich jetzt. Man kommt ja langsam in vernünftige Reichweite, der Molten Giant. Da ist der Stalag. Der kommt gut. Für den gesichtslosen Manipulator. Ich kann halt überhaupt nicht mehr richtig reden. Das Deck ist so ein bisschen wie das Golden Monkey Echo Reno Mage Deck. Man guckt einfach, was so passiert. Sehr witzig. Guck mal, was so passiert. So und irgendwie. Plant man nicht so sehr im Voraus. Andererseits ganz witzig. Andererseits kann es auch ein bisschen anstrengend sein. Die Frage ist jetzt, wie ich die 5 HP Schaden mache. Ich glaube, mit einem Stalag und einer Schattenflamme. Und dann liegt Thaddeus draußen. Stalag zerquetschen. Das Einzige, was richtig wehtun würde, wenn noch ein neues Scharmützel. Ich habe keine Zeit für Spielchen. So geht's natürlich auch. Lass die Schmerzen sprechen. So geht's natürlich auch. Nicht so schlecht gemacht. Seelenziehen kostet leider 6 Mana. 3, 8. Ich habe meine Beute erreicht. Danke euch. So, 10 Damage. Ein Grommash könnte natürlich wehtun. Oh, Baron Gaddon.
Ein Baron Geddon. So, Sylvanas. Nein. Trade ich denn einfach? Einige Möglichkeiten, was ich jetzt machen kann oder machen will. Ich würde ganz gerne den Imperator ausspielen. Fangen wir doch damit mal an. Ich frage, was ich jetzt noch für Möglichkeiten habe. Wenn ich auf Nummer sicher gehen will, hau ich den weg. Die Eule ist noch relativ wichtig. Jetzt kann ich lustige Sachen mit Sylvanas und Seele entziehen machen. Oder mit Jaraxxus. Ich habe ein paar Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Wenn der Berater natürlich eine Weile lebt, dann bin ich ziemlich weit vorne mit dabei. Hätte ich vorher mal die Hero Power nutzen müssen. Ich hätte gerade was überlegt, die anderen Sachen. Verschenke ich 2 HP. Das war verspielt. Da habe ich gerade erst was anderes überlegt. Das ist immer, wenn man zu viel überlegt und durcheinander und hier und rechts und links. Das war nicht so ideal. Zwei, sechs. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Schilde hoch! Mike fragt, wo der Deck-Tracker ist. Habe ich für das Deck nicht aktiviert. Ja, da kommt der Scharmützel. Oh, nice, Sylvanas. Der Deck-Tracker ist für das Deck nicht aktiviert. Weil es zu groß ist und weil es gerade nicht eingestellt ist. Und ich habe es am Anfang mal kurz gezeigt und besprochen, aber mehr ist im Moment noch nicht. Guck mal, aber greift Sylvanas nicht mal an, das ist irgendwie interessant. Wie lahm das auf Deutsch ist. Mir ist das echt sonst, weil es manchmal ein Thema ist. Spiele ich auf Deutsch, spiele ich auf Englisch, warum spiele ich auf dies, warum spiele ich auf das? Ich finde das meistens relativ wumpe. Aber wie lahm Jaraxxus auf Deutsch ist, ist ja unerträglich. Unerträglich. Furchtbar. Na, execute. Ich möchte die Sylvanas loswerden, bevor er was rausspielt. Ja, hinrichten. Aber jetzt kommt jede Runde in 6-6. Viel Spaß damit. Willkommen beim großen Turnier, Champion. 15 HP. Ich habe 10, 13 HP. Reicht nicht aus. Ich habe kurz nachgerechnet. 13 ist weniger als 15. Vier, acht. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie... Ich
Ich habe so viel hier noch auf der Hand. Mit Seele entziehen und dem Heilbot. Das ist irgendwie Heilbot. Hast du überlegt, ob es noch Möglichkeiten gibt, die ich verliere? Ein Grommasch wäre schon nochmal schmerzhaft. Das wäre eine der Möglichkeiten, wie ich das noch verlieren könnte. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, die Justizarin zu töten. Ah, Reno, moin. Das Reno-Standoff. Sehr nice. Gefällt mir. I like. Wie viel Schaden kann ich damit machen? 10, 14, 20, 23, 27, 30. Ich habe ja 34 HP. Ich frage mich, ob... Ja, ich kriege jede Runde 4 Rüstung, ich kriege jede Runde einen 6-6er. Das stellt auch nochmal 3 Leben wieder her. Gorehowl. Oder Blutschrei, wie er auf Deutsch heißt. Greift nicht mal an. Eine Karte habe ich nur noch. Aber es ist eh vorbei. Ups. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten, das zu beenden. Mit Hellfire und Dunkelbombe. Und diesem und jenem. Ja, nice. Das war relativ easy. Das ist irgendwie das Witzige an dem Deck. Und deswegen macht es auch Spaß, ab und zu spielen. Einfach so, man lässt das Spiel total auf sich zukommen. Gul'dan gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Eure Seele wird mir gehören. Guck nur gerade mal was im Twitch-Chat. Okay, du hast geschaut. Na, folgen. Ich hätte ganz gerne was von Early Game Karten. Der Zwielichtdrache ist aber nicht schlecht. Ja. Grüße. Ich grüße euch. Lacht ihr über mich? Wirst du schon was sehen. Meine Arbeit ist von höchster Dringlichkeit. Lasst mich in Ruhe. Eigentlich den Golden Monkey. Stimmt, ich habe den Golden Monkey, glaube ich, nicht drin, weil Bubi Freds gerade fragt, warum eigentlich nicht? Kann man solche Decks immer mit reinnehmen? Habe ich nicht. Keine Ahnung warum. Könnte man da aber sehr gut mit reinnehmen, den Monkey. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Kein Muss, aber eine Möglichkeit. Ist jemand verletzt? Zieh du mal deine Karten. Lacht ihr über mich? Ich
spiele auch ab und zu den Dragon Priest und er hat ungefähr den perfekten Dragon Priest Start mit den Würmruh-Agenten, dann Pechschwingentechnikerin und auf 4 den Zwielichtwächter, dass man auch wirklich die Drachen hat. Da lief es mal ziemlich gut für ihn. Für El Sacco, wie ich den Gegner hier ganz gerne mal nennen möchte. Zum Glück habe ich jetzt die Schattenflamme gezogen. Die habe ich an der Stelle auch gebraucht. Sonst wäre jetzt alles ein bisschen knapp geworden. Wir haben ihn jetzt auch ein bisschen zurück ins Spiel geholt. Ohne die Schattenflamme wäre es ein bisschen fies geworden. Ich trage die Kraft der Pechschwingen in mir. Und da ist der Reno schon. Die Rückversicherung also schon mal in der Hand. Das ist immer gut. Sieben Mana. Können uns also ruhig mit den Karten ziehen, ein bisschen ja, großzügig sein, da der Reno schon da ist. Wie geil der aussieht. So voll billig gemalt. Das ist ja bei Magic und bei anderen Spielen auch so. Die Qualität der Artworks schwankt total. Ist ja auch ganz unterschiedlicher Art. Und ich mag die meisten, auch wenn sie manche sind eher realistisch, manche ein bisschen verspielt, manche so ein Comic-Look. Ja, das ist auch sehr detailliert manchmal. Gibt total verschiedene Stile bei den Artworks. Aber sowas sieht aus, als hätte so ein Siebenjähriger halt ein Monster gemalt. So ein bisschen besser schon, aber sieht halt so voll schlecht aus eigentlich, das Artwork von Stardark. Von Folgen ist immer ein bisschen besser. Aber es ist schon einfach eigentlich echt scheiße. Eigentlich ist es echt scheiße. Kann man nicht anders sagen. Sieht einfach auch schon ganz schön dumm aus. Wenn man sich das mal so anguckt. Bisschen voll billig gemalt. Wahnsinn. Also, das ist schon witzig, wie die Qualität da auseinandergeht. Das ist ja auch so ein bisschen irgendwie so eine coolere Art von Comic, ne? So stylisch detailliert und so. Und Sylvanas ist auch sehr cool. Er hat eine ganz andere Art als Sylvanas irgendwie. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Beschreiten! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Je früher man Jaraxxus rausbringt, desto besser. Und kann auch an hier den Held einfach wieder hochheilen. So, viel Spaß damit. Jetzt noch mit dem Reno kann ich mich wieder auf 15 halt hochheilen, immerhin. Aber dadurch jetzt jede Runde einen 6-6er einfach basteln kann. Sieht das mal ziemlich schlecht aus für den Gegner. Emperor ist natürlich ziemlich stark jetzt hier. Oh, gut, dass er es nicht mit dem Folgen gemacht hat. Das wäre in der Tat viel schlimmer gewesen, finde ich. Für Meister. Hahaha.
Na, schade. Wäre natürlich auch geschickter gewesen, den 6-6er zu taunten. Ich hätte ein bisschen geguckt, ob ich Glück habe. Dann kriege ich einen 11-11er. Habe ich nichts dagegen. Ja. War nicht so ganz durchdacht, oder? Ja. Seltsame Runde. Ach, das ist auch nicht einfach. Egal. Egal. Egal, egal. Gul'dan gegen Uta. Gegen Uta. Was für ein Uta das ist. Eure Seele wird mir gehören. Okay, der Start ist ganz okay. Dr. Boom am Anfang nicht. Ich möchte ein bisschen die günstigen Karten haben. Vielleicht hätte ich den die Sonnenschutz zurückgeben sollen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich mag das Board total gerne, ist irgendwie so hübsch und gemütlich. Gerade die Ecke hier oben mit dem Kamin und dem Tisch und so. Ich hätte gerne ein Kaminzimmer. So mal nebenbei als Information. Ein Kaminzimmer wäre echt geil. Ups, ich muss noch was aussuchen. Karte ziehen ist eigentlich immer the shit. Blutwichte könnte aber auch ganz nice sein. Ach hier, Karte ziehen. Abgemacht. Das mache ich mit 4 Mana. 4 Mana ist irgendwie ätzend, weil brauche ich gar nicht. Ruf zu den Waffen. Melde mich zum Dienst. Ja, ja, melde du dich mal zum Dienst. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Ein andermal. Melde mich zum Dienst. Witzig, dass er mit der Waffe nicht angreift. Das macht man eigentlich schon mit der Waffe. 4 Charges braucht man sonst nicht so dringend für anderen Quatsch. Aber naja. Ohoho. Von Höhe und Staune. Können wir im Moment noch ganz gut gegenhalten. Gegen den Paladin. So viel Druck macht er noch nicht.
Gucken, wo das hingeht. Ah, Face wäre mir am liebsten gewesen. Niemand stiehlt unsere Geheimnisse. Da ist der 5-2er schon mal weg. Die Heilung ist auch für die Katz. Welche Katz, fragt man sich? Egal, sage ich euch. Ich kümmere mich drum. Oho, oho, oho. Secrets noch und nöcher. Mehr viele Secrets da sind. Na, geht der Full-Weihnachtsbaum? Nicht ganz. Machen wir es doch mal so. Da wird ein Heldenopfer, danach kommt der Rächer. Mal gucken. Sogar Erlösung ist dabei. Ziemlich schwach immer in der Variante. Ich überlege gerade, ob ich... Ach, nehmen wir es erstmal raus. Wetteifer ist das halt jetzt noch. Ob ich das halt schon einen hätte laufen lassen, aber dann halt auch nicht. Ah, Dragon Rider freut sich über den Stream. Danke für dein Lob für den Stream. Wenn du bis jetzt nur auf YouTube unterwegs warst. Schön, dass dir hier auch gefällt. Freue mich über das Lob. Vielen Dank. Zwei. So manchmal... Ja, Wetteifer war auch noch mit dabei. Fuck. Das habe ich jetzt ein bisschen verpennt. Hätte ich doch lieber mit weltlicher Ängste den Secret Keeper, den Geheimnisbewahrer, killen sollen. Das war jetzt nicht gerade so klug. Melde mich zum Dienst. Ja, vor dem Face Damage habe ich jetzt nicht so wirklich Angst, weil... Genug Möglichkeiten für anderen Quatsch. Ich frage mich, Nivert 2 HP. Sonst hat er 5 HP. HP, Schmap. So viele Möglichkeiten. Die Schattenflamme immer noch. Danach kommt der Thaddeus. Obwohl Schattenflamme, Sylvanas Windrunner auch mal eine nette Kombination ist. Haha. Ein Fehler. So habe ich noch gar nicht gehabt. Okay, mein Fehler. Ich dachte, ich hätte den Ding schon längst gehabt. Den anderen Kollegen. Ganz anscheinend nicht. Auf in die Bresche! Runter!
So, wenn ich jetzt Sylvanas kille, da die Chance, dass ein 1-1er übrig bleibt und dass ich den kriege, das ist natürlich ein bisschen unangenehm. Wie viel Schaden hat der? 9, 13, 8. Er hat relativ viel Schaden. Auch nicht so gut. Ich frage mich, ob 9 Schaden, 13, 18, 19. Die Zeit ist fast um. Wenn ich halt ein bisschen mehr steuern könnte, ne? Welche überlebt, das wäre mir ganz lieb. So viele Möglichkeiten. Oh, ist ja eigentlich fast egal gewesen, ob ich den 1-1. Na, ganz egal auch nicht. Ach, ich weiß es doch nicht. Okay, so kriege ich einen 6-1. Oder ein 2-2, ja. Okay. Melde mich zum Dienst. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Okay, hätte lieber den 6-1er gehabt. Ja, das war meine Befürchtung, dass er noch... Ah. Das war hier auch die einzige Karte, die bei ihm reicht, weil sonst hat er nicht den erforderlichen Schaden dazu bekommen. Top-Dick, wie ein Kollege Kamerad vorhin richtig geschrieben hat. Das war echt ein Top-Dick. Naja, aber sonst coole Runde. Hat Spaß gemacht. Ja, das war's mit dem Reno-Log. Den wollte ich nochmal kurz zeigen. Vielleicht spiele ich ihn demnächst nochmal. Der ist irgendwie so ganz entspannt zu spielen. Wie gesagt, man guckt einfach, was kriegt man. Was hat man gerade für Möglichkeiten. Und spielt nicht auch eine bestimmte Combo hin, sondern ja, muss mit dem arbeiten, was man zieht. Und das ist eigentlich ganz nett. Macht sehr viel Spaß. Cooles Deck irgendwie. Auch wenn es jetzt nicht super stark ist. Aber lief ja eben trotzdem ganz erfolgreich insgesamt. Ich beende mal den Stream für heute. Muss mich jetzt noch ein paar Sachen erledigen. 10 Minuten früher als geplant. Sorry dafür. Ich verabschiede mich jetzt. Habe ich gerade noch was? Ob ich noch was Wichtiges sagen wollte? Nee. Streamplan ist ja der neue da. Dann wisst ihr, wann läuft der nächste Hearthstone-Stream, wann läuft der nächste Dota-Stream, wann läuft der nächste XCOM 2-Stream. Könnt ihr alles im Streamplan nachgucken. Im Twitch-Chat auch einfach mit dem Command, Ausrufezeichen, Streamplan zusammengeschrieben. Dann findet ihr es immer. Ja. Wenn ihr keine Zeit für den nächsten Streamplan habt, freue ich mich auch, wenn ihr gerne auf YouTube vorbeischaut. Für den nächsten Streamplan, für den nächsten Stream, für den nächsten Livestream. Wenn ihr dafür keine Zeit habt, schaut gerne auf YouTube vorbei. Da könnt ihr dann alle Videos sehen, die ihr verpasst habt. Vielen Dank heute fürs Zuschauen. Hat wieder viel Spaß gemacht. Waren interessante Decks. Sehr coole Plays. Gerade mit dem Freeze Mage. Der Zulog war einfach so ganz nett. Reno-Log war auch ganz cool. Im Freeze-Match war heute am interessantesten. Auch echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ja, wenn ihr noch Fragen oder Kommentare habt, gerne in den Twitch-Chat damit oder unter das YouTube-Video. Ich verabschiede